Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du Automate ohne Root-Rechte trotzdem mehr Rechte geben kannst. In einem meiner vorherigen Videos habe ich dir gezeigt, wie du GPS ohne Root-Rechte schalten kannst. Dank des nun folgenden Tutorials musst du nun nicht mehr diesen Weg gehen, sondern kannst auch einfach so den GPS-Block benutzen. Diesmal brauchst du neben deinem Smartphone noch einmalig Zugriff auf einen Computer, auf dem ADB-Shell einsetzbar ist und ein USB-Kabel, um dein Smartphone daran anzuschließen. Los geht's! Zuerst richten wir ADB-Shell am PC ein. Dafür lädst du zuerst Plattform-Tools herunter. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Entpacke das heruntergeladene ZIP-Archiv irgendwo, zum Beispiel auf dem Desktop, und lass den Explorer direkt offen. Du brauchst ihn nämlich gleich wieder. Jetzt musst du am Smartphone zum Entwickler werden. Dazu öffnest du deine Einstellungen, suchst die Informationen zu deinem Smartphone, das ist bei jedem etwas anders, und tippst mehrfach auf die Bildnummer, bis unten steht, du bist jetzt ein Entwickler. Bei mir ist die Option bereits freigeschaltet, daher steht bei mir etwas anderes. Nun nutzt du die Entwickleroption, um dein Smartphone für ADB freizugeben. Dafür aktivierst du den Punkt USB-Debugging aktivieren. Die Warnmeldungen kannst du mit OK bestätigen. Zuletzt musst du noch bei Automate die Super-User-Permission installieren. Dazu wählst du im Menü Settings aus und dann das entsprechende Menü, um die Super-User-Permission zu installieren. Diese Berechtigung macht normalerweise bei nicht gerouteten Smartphones wenig Sinn, aber das ändern wir jetzt. Zurück am Computer öffnest du nun den Ordner Plattform Tools und unter Windows hältst du die Shift-Taste gedrückt und machst dabei einen Rechtsklick in den Ordner. In dem nun erscheinenden Kontextmenü wählst du dann Eingabeaufforderung hier öffnen aus. Daraufhin erscheint ein sogenanntes Terminal, in dem du Befehle eingeben kannst und diese anschließend ausgeführt werden. Mit dem Befehl ADB Devices prüfst du nun, ob ADB funktioniert und Geräte erkannt werden. Jetzt schließt du dein Smartphone mit dem USB-Kabel an den Computer an. Auf dem Smartphone-Bildschirm werden in der Regel zwei Anfragen erscheinen, die du bestätigen musst. Jetzt sollte bei einem erneuten Befehl ADB Devices dein Gerät erkannt werden. Nun sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und du kopierst den Befehl aus der Beschreibung ins Terminal. Dieser Befehl ruft wiederum die ADB Shell auf und gibt der eben installierten Super User Permission das Recht, Einstellungen mit höheren Rechten zu schreiben, die sogenannten Secure Settings. Wenn alles gut gegangen ist, sollte das Terminal dir so wie bei mir nichts weiter anzeigen, sondern wieder auf einen Befehl warten. Solltest du irgendwelche Meldungen sehen, hat etwas nicht geklappt. Jetzt zeige ich dir noch, was du dank der neuen Rechte machen kannst. Wenn du in einem Automate-Flow den Settings-Block verwenden willst, siehst du, dass dieser mehrere Rechte-Ebenen hat. Global, Secure und System. Dank der Rechtevergabe von eben kannst du nun System sowie Secure-Einstellungen schalten. Schau mal die Einstellungsmöglichkeiten durch, da sind einige gute für zukünftige Automatisierungen dabei. Aber für die meisten ist wahrscheinlich auch interessant, dass der GPS-Block nun so funktioniert, wie er soll, obwohl in der Beschreibung steht, dass er nur mit Root-Rechten benutzbar ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was du noch lernen möchtest. Das merke ich mir dann für zukünftige Videos.